Herzlich willkommen bei diesem Online-Biz-Talk und heute möchte ich euch ein bisschen was über das Thema Webinare erzählen. Ihr könnt dazu gerne eure Fragen hier stellen oder auch auf Facebook. Ich versuche die ein bisschen mit meinem Handy im Blick zu haben, wenn ihr Fragen habt, und ich freue mich, wenn ihr euch aktiv mit einbringt und gerne auch teilt, damit wir gucken, dass viele Leute von diesem Wissen profitieren können. Und je mehr ihr fragt, desto mehr kann ich auch genau das hier an Inhalten reinbringen, was für euch vielleicht spannend sein könnte. So, also, heute geht es im Online-Biz-Talk der Vermögensakademie, also wie gesagt, um das Thema Webinare. Wer nicht weiß, und erstmal Entschuldigung für meinen heutigen Strubbelkopf. Ich bin gerade frisch aus einer Stunde Sport gekommen und bin noch ein bisschen hoch. Aber ja, wird schon gehen. Es tut dem Inhalt hoffentlich keinen Abbruch. Also, wer nicht weiß, was ein Webinar ist, dem mag ich das nochmal ganz kurz erklären. Ein Webinar ist eigentlich nichts anderes als ein online abgehaltenes Seminar, zu welchem Thema auch immer. Allerdings hat es sich etabliert, dass Webinare in der Regel abgehalten werden, um ein bestimmtes Thema zu vermitteln und quasi im Anschluss an diese Themenvermittlung, auch ein weiterführendes Angebot zu machen, ein weiterführendes Produkt anzubieten. Das ist so der ganz grobe Hintergrund dessen, was ein Webinar ist. Also wenn du ein spannendes Produkt hast und wenn du Menschen mit diesem Produkt erreichen möchtest, dann ist es eine gute Idee, ein Webinar zu machen, wo du den Menschen erstmal sozusagen ein Probierstück deines Produktes anbietest, wo du schaust, ob das passt, ja, also ob das überhaupt das richtige Produkt für diese Menschen ist, was sie auch durch dieses Webinar erfahren. Und dann ist dein Ziel natürlich auch am Ende des Webinars ein Produktangebot zu machen, sodass die Leute, für die das passt, für die es das richtige Produkt ist, dann auch in die Lage versetzt werden, ihr Problem mit deinem Produkt zu lösen. Also nun gibt es verschiedene Dinge, die wir in puncto Webinar besprechen können. Zum allerersten gibt es einmal die Live-Webinare und die sogenannten Auto-Webinare oder die aufgezeichneten Webinare. Das Schöne an einem Live-Webinar ist, dass ihr viel in Interaktion sein könnt, dass die Leute direkt ihre Fragen stellen können und so einfach du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass du die Fragen der Menschen, die jetzt in diesem Webinar drin sind, auch wirklich beantworten kannst, so dass das Matching einfach höher sein kann, dass sie hinterher auch sich zu deinem Produkt entschließen können. Und es ist auch einfach spannend, mit den Leuten in der Interaktion zu sein. Der Vorteil bei aufgezeichneten Webinaren ist, dass du sie unabhängig von deiner eigenen Zeit immer wieder laufen lassen kannst und dass du auch Pannen ausschließen kannst, die dir vielleicht passieren, wenn du das Webinar live abhältst, dass die Technik nicht klappt, dass die Übertragung nicht klappt, dass der Ton nicht läuft, dass das Internet hängt, dass du deine Präsentation nicht starten kannst. Also was auch immer passieren kann, wenn du ein Webinar erfolgreich aufzeichnest und es dann hältst, dann kannst du das natürlich auch alles ausschalten. Jeder, der mag, kann auch gerne schon mal in die Kommentare schreiben, ob er schon mal ein Webinar gehalten hat, wie seine Erfahrungen sind, ob es ja Dinge gibt, die für ihn auch besonders spannend sind, die wir jetzt hier in diesem Online-Biz-Talk besprechen, damit ich einfach auch mal so ein bisschen weiß, auf welchem Punkt ihr steht. Und wenn man, es gibt diese Unterscheidung zwischen einem Live-Webinar und einem aufgezeichneten Webinar. Wenn man mit einem aufgezeichneten Webinar arbeiten will, dann braucht ihr dazu auch Tools, die ein aufgezeichnetes Webinar auch wieder anbieten. Grundsätzlich ist der Ablauf so, dass ihr ein Webinar plant, egal ob live oder aufgezeichnet, den Termin bekannt gibt, den Leuten eine Möglichkeit gibt, sich zu diesem Webinar anzumelden.
Das passiert meistens über eine Landingpage, wo die Leute sich mit ihrer E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommen die Menschen eine E-Mail zugesendet mit dem Termin und mit dem Teilnahmelink und bekommen ja einfach auch nochmal die Seite angezeigt. Hier klicken, dann geht es zum Webinar. Und gerade auch bei Webinaren, die aufgezeichnet immer wieder stattfinden, aber natürlich auch bei Live-Events, solltet ihr es dann so einstellen, dass es auch noch Reminder gibt, dass die Menschen erinnert werden, hey, denkt daran, morgen ist das Webinar, komm mit dazu und sei dabei, hör dir an, verpasst das nicht. Denkt dran, morgen 19 Uhr, block dir das in deinem Kalender. Das heißt, wenn ich mich eintrage 2 Wochen zuvor zu irgendeinem Webinar, dann erinnere ich mich nicht mehr daran, wann genau das war. Es sei denn, das ist das absolut allerwichtigste, am höchsten priorisierte Thema für mich. Dann werde ich mich vielleicht schon erinnern. Aber es ist schon ganz gut, wenn ihr den Leuten einfach auch nochmal einen Reminder schickt. Und dazu braucht ihr also eine Website, auf der sich die Leute eintragen können, ein E-Mail-Marketing-Tool, mit dem ihr diese Eintragungsmöglichkeit für die Leute herstellt, worüber ihr dann auch die Reminder versenden könnt und dann natürlich auch das eigentliche Webinar-Tool. Mein am allermeisten benutztes Tool für sozusagen fast alles, was ich mache, ist Zoom. Das ist hier dieses Tool, in dem ich jetzt gerade bin, in dem ich auch parallel live auf YouTube oder auf Facebook streamen kann, um die Inhalte nicht nur hier in einem geschlossenen Zoom-Raum zu zeigen, wo ich hier direkt mit Zuschauern auch interagieren kann im Zoom. Also man kann dann auch im Zoom das Webinar halten. Das, was ich hier angelegt habe, gerade für diesen Online-Biz-Talk, ist auch das technische Format eines Webinars. Und man kann dann in diesem Webinar auch wirklich Fragen stellen. Es gibt aber auch andere Tools, die sich schon auch sehr auf das Format eines automatisierten Webinars spezialisiert haben. Wie zum Beispiel Webinaris, Webinar Jam, Webinar Ninja. Also es gibt verschiedenste Tools, mit denen man das machen kann. Und diese Tools, zum Beispiel ist das bei Webinar Jam so, haben auch schon eine eigene integrierte Anmeldeseite. Das heißt, ihr müsst gar nicht selber eine Homepage erstellen, wo man sich anmeldet, sondern ihr könnt das im Tool sozusagen verwalten und es werden auch aus dem Tool heraus E-Mails verschickt. Das ist bei Zoom auch so. Dafür braucht man auch keine eigene Homepage und auch kein eigenes E-Mail-Tool. Das ist nur so, wenn ihr es auf eurer Seite macht und die Leute quasi auch in euer E-Mail-System übernehmen möchtet, wenn ihr mit denen auch noch länger kommunizieren möchtet. Das ist vielleicht auch ganz schlau ist, die über ein ganz reguläres DSGVO-konformes Double Opt-in zu eurem Webinar zu holen. Das heißt, ja, ihr müsst einmal die Entscheidung treffen, möchte ich ein Live oder ein aufgezeichnetes Webinar machen? Und dann braucht ihr ein Tool, um dieses Webinar zu veranstalten. Wie gesagt, mein persönliches Lieblingstool für alles ist Zoom, wobei Zoom auch nicht die Funktion hat, zumindest bisher nicht für Auto-Webinare oder ich kenne sie zumindest nicht. Das heißt, bei mir gibt es immer nur Live-Webinare und ich stelle dann häufig die Webinare, die ich halte, einfach noch eine gewisse Zeit lang zur Verfügung, damit man sich die anschauen kann. Das mache ich dann wiederum auf meiner Homepage, dass ich auch da eine Eintragungsseite mache. Ich verlinke euch den Prozess gleich auch nochmal. Also es gibt eine normale Anmeldeseite, da kann man sich zu meinem Webinar anmelden. Man bekommt dann auch den Link zugeschickt und wenn man nicht daran teilnehmen konnte, kann man sich auch nochmal für die Aufzeichnung anmelden. Auch das geht wieder bei mir über meine Seite. Und da ist dann mein Webinar immer noch 2-3 Tage zu sehen. So mache ich das in der Regel. Aber wie gesagt, danach sind meine Webinare auch quasi aus der Öffentlichkeit erstmal weg und kommen in einen bezahlten Mitgliederbereich. Wer aber ein Auto-Webinar machen will, was quasi immer und ständig verfügbar ist, der sollte mit einem Tool wie Webinar Jam arbeiten, was allerdings auch noch die Tool-Ergänzung Ever-Webinar benötigt, damit man es wirklich zu einem ständig laufenden Auto-Webinar machen kann. Mit Webinar Jam selber kann man erstmal nur Live-Webinare machen. Genau, das also erstmal so ein bisschen dazu, mit was für Tools ich arbeite. Dann braucht ihr für die weitere Technik, also wenn ihr zum Beispiel mit Zoom arbeitet, ist mein wichtigstes Tool neben Zoom mein Laptop. Ich habe einen MacBook und liebe den und ich habe
einfach ganz normales ein Apple-Headset, mit dem ich arbeite, weil du einfach auch gucken musst, dass deine Audiospur einigermaßen gut ist. Ich hatte auch ein externes Standmikro, das ging für mich aber nicht so gut wie dieses Apple-Headset. Deswegen habe ich eigentlich immer ein Headset, mit dem ich unterwegs bin, wenn ich irgendwelche Videos aufnehme, weil dann einfach die Audiospur am besten ist. Und mehr als das braucht ihr auch wirklich nicht. Ein Webinar braucht keine Hightech-Ausrüstung. Ich habe hier vorne vor mir stehen noch zwei externe Lichtquellen. Wenn ich die ausmachen würde, würde ich hier ganz schön im Dunkeln sitzen. Das heißt, wenn ihr aufzeichnet und wenn ihr selbst mit, also ich sitze ja jetzt hier vor der Kamera, wenn ihr euch selber quasi aufzeichnet, achtet darauf, ich sehe leider immer ganz viele wunderbare Webinare, wo jemand vor seinem Fenster sitzt, um den Zuschauern die schöne Aussicht in den Garten zu ermöglichen. Ist immer eine ganz blöde Idee, weil dann ist der Garten hell und ihr seid dunkel. Das heißt, setzt euch bitte immer so, dass die Lichtquelle von vorne kommt und es hinter euch tendenziell eher dunkler ist und vor euch das Licht sein muss. Und setzt euch bitte niemals so, dass hinter euch das Licht ist. Allerdings sind die allermeisten Webinare gar nicht in der Form, wie ich sie halte, also dass ich mit den Leuten spreche und dass man mich sieht oder dass man die Experten sieht, mit denen ich Webinare halte. Die allermeisten Webinare laufen über eine Folienpräsentation, weil das einfach zwei Sinne der Teilnehmer anspricht. Ja, also ihr könnt mich jetzt zwar natürlich auch sehen, während ich was sage, aber ihr seht nur, dass ich spreche und die Inhalte, die ich spreche, könnt ihr nicht parallel zu dem ihr sie hört, nochmal lesen, indem sie auf einer Folie stehen. Und da es ganz viele Menschen gibt, die das auch super gut über den Audiokanal wahrnehmen können, aber es ganz, ganz viele Menschen gibt, die lieber über den visuellen Kanal Informationen verarbeiten und für die es wichtig ist, Informationen einfach nochmal geschrieben zu sehen. Es ist grundsätzlich eine gute Idee, wenn ihr während eines Webinars eine Folienpräsentation verwendet. Denkt allerdings dabei auch daran, dass ihr die Leute nicht überfrachtet. Ja, das soll keine oder es kommt darauf an, wenn ihr ein wissenschaftliches Webinar macht, kann das natürlich auch hochwissenschaftlicher Inhalt sein. Wenn wir aber in einem ganz normalen Online-Business unterwegs sind, dann ist ein Webinar eine Möglichkeit, mein Produkt zu zeigen und den Leuten ein Probierstück meiner großartigen und köstlichen Torte zu geben. Ja, also meine große und köstliche Torte, das ist mein Produkt und in diesem Webinar bekommen sie ein Probierstück. Und das bedeutet natürlich, dass ich alles tun sollte, um dieses Probierstück so attraktiv und so verständlich und so leicht zugänglich wie möglich auch zu machen. Das heißt, dass es wirklich eine gute Idee ist, mit einer Folie zu arbeiten, um einfach die verschiedenen Sinne der Menschen anzusprechen. Und ihr könnt das auch so machen, dass ihr zum Beispiel noch klein im Bild seid. Also wenn ich jetzt meinen Bildschirm teilen würde, dann würde man mich oben noch klein sehen. Und die ganze Zeit sozusagen meinen geteilten Bildschirm. Das geht bei den ganzen Webinar-Tools sehr, sehr gut, sodass ihr trotzdem auch noch als Präsentierender zu sehen seid. Wenn ihr übrigens Fragen habt, schreibt eure Fragen auch gerne schon rein, dann kann ich darauf ein bisschen besser eingehen. Und ansonsten teilen sich Webinare eigentlich immer in drei inhaltliche Blöcke auf. Wenn ihr also überlegt, mit einem Webinar loszulegen, gibt es immer so einen Einführungsteil, dann gibt es den Haupt-Content-Teil und zum Schluss gibt es auch den Verkaufsteil. Das ist so dieser klassische Ablauf eines Webinars. Und beim Vorstellungsteil sind drei Elemente wichtig. Zum einen ist es wichtig, dass ihr sofort versucht, die Aufmerksamkeit der Teilnehmer zu fangen, indem ihr sofort sagt, worum wird es gehen und was ist das Ziel und das Ergebnis, zu dem ihr eure Teilnehmer mit diesem Webinar führen möchtet. Also, wenn ich zum Beispiel ein Webinar über passives Einkommen mache, dann sage ich, das Ziel von diesem Webinar ist, dass ihr am Ende einen perfekten Überblick darüber habt, was es für Möglichkeiten gibt, sich ein passives Einkommen aufzubauen. Ja, das heißt, ich
gib sofort einen großen Inhaltsbaustein rein und sag den Leuten, das ist das Ziel. Das heißt, man weiß sofort am Anfang, ist das hier für mich überhaupt interessant? Ist das relevant für mich? Oder ja, kann ich eigentlich direkt wieder gehen, weil Thema verfehlt interessiert mich gar nicht. Das solltet ihr natürlich idealerweise auch schon vorher auf der Anmeldeseite abgeholt haben, dass die Leute schon da auch wissen, ist das ein Thema für das, was für mich mega wichtig ist, was ich nicht verpassen darf? Oder ist das so, ja, interessant oder eben auch nicht interessant für mich? Das ist das eine. Also, was ist das Ergebnis, das eure Leute, eure Teilnehmer bekommen, wenn sie in diesem Webinar sind? Das ist der erste Bestandteil des Einführungsparts des Webinars. Der zweite Bestandteil des Einführungsparts ist, dass ihr euch selber auch als Experten positioniert, dass ihr also ganz kurz sagt, wer bin ich und warum habe ich überhaupt diese Befähigung, über das Thema zu sprechen, dass ihr also Trust aufbaut. Ja, ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe mich die letzten 2 Jahre ausschließlich mit dem Thema passives Einkommen befasst und mit weit über 100 Experten zusammengearbeitet, habe inzwischen selber 7 verschiedene Einkommensquellen aufgebaut, aus denen ich passives Einkommen beziehe. Kann euch sagen, das ist viel aktive Arbeit, aber es ist total cool und lohnt sich. Und ich möchte euch in dem Webinar sagen, was für Möglichkeiten es auch für euch geben kann, sich ein passives Einkommen aufzubauen. Sowas könnte ich zum Beispiel sagen. Ja, ich könnte auch noch sagen, dass ich BWL studiert habe, dass ich in der Bank gearbeitet habe, dass ich in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, dass ich als Immobilienberaterin gearbeitet habe, sodass die Leute mir zumindest zutrauen, dass ich eine Ahnung von Zahlen, dass ich eine Ahnung von Wirtschaft, dass ich eine Ahnung von Geld verdienen habe, dass ich mich mit diesem Thema grundsätzlich schon mal so ein bisschen auskennen könnte. Das heißt also, der zweite Teil der Einführung, Trust aufbauen. Und der dritte Teil ist ein sogenannter Hook. Das ist also ein Ankerhaken, den ihr auswerft, bei dem ihr sagt, und das Beste, ich habe noch eine richtig coole Überraschung, ich konnte einen ganz tollen Deal, ich konnte irgendwas noch vereinbaren, aber das erzähle ich euch ganz am Ende. Ja, also da müsst ihr irgendwas finden, was auch zu eurem Thema passt. Was macht, dass die Leute sagen, okay, mal gucken, was das ist. Ich bleib mal dran. Ich höre mir das mal bis zum Ende an. Also, erster Teil vom Webinar ist die Einführung. Zweiter Teil ist der Content. Dritte ist der Verkaufsteil. Und in diesem ersten Teil der Einführung macht ihr zum ersten einmal das Endergebnis, was eure Zuschauer am Ende des Webinars haben sollten. Dann baut ihr einmal den Proof auf. Warum sollte man euch zuhören? Warum seid ihr Experte für dieses Thema? Und im dritten Teil dieses Einführungsparts macht ihr einen Hook. Also gebt den Leuten etwas, warum sie bis zum Ende dabei sein sollten und warum sie wirklich auch bis zum Ende euch folgen sollten. So, das ist also quasi der Einführungsteil. Dann kommt der Content-Teil. Und ich weiß, dass ganz, ganz, ganz viele Leute da draußen den Content-Teil so aufbauen, dass du eigentlich die ganze Zeit schon nur verkaufst und die ganze Zeit nur erzählst, wie großartig dein Produkt ist und welche Ergebnisse es bei den Kunden erzielt und warum es unverzichtbar ist, dieses Produkt zu haben. Ich ganz persönlich halte aber nichts von. Ich weiß zwar, dass ihr auf diese Art wahrscheinlich sogar mehr verkauft, als wenn ihr einen echten Content gebt. Ich möchte aber, dass die Leute wirklich auch mit einem Wissen rausgehen und sagen, das hat sich für mich echt gelohnt. Das war ein cooles Webinar und zwar egal, ob sie mein Produkt kaufen oder nicht. Das ist mein persönlicher Anspruch bei allen Webinaren, die ich mache. Ich weiß, dass ganz, ganz viele nicht machen, aber ich finde das wichtig. Das bedeutet aber auch, dass ihr delivern müsst, dass ihr euch einfach überlegt, was ihr in diesen Content-Teil packt und was trotzdem auch wichtig ist, dass es natürlich eine erkennbare Lücke geben muss zwischen dem, was ich erzähle und dem, was mein Programm kann. Also wenn ihr ein Produkt verkaufen wollt, das insgesamt nur eine Stunde Inhalt habt und die packt ihr jetzt schon verkürzt in euer Webinar und es gibt eigentlich nichts in eurem Produkt, was die Menschen noch weiterbringen würde als das Webinar, ja, dann werdet ihr auch nicht so gut verkaufen. Ja, also und in der Regel ist auch klar, dass ihr in einer Stunde nicht
so viel Inhalte wirklich reinpacken könnt, dass die Leute damit hinterher sagen können, Strike, von A bis Z weiß ich jetzt genau, was zu tun ist, sondern ich selbst feiere Leute unglaublich, die sagen, okay, ich laufe jetzt selber los. Ich habe hier eine Info gekriegt und jetzt setze ich selber um. Ja, das finde ich richtig, richtig gut. Aber sagen wir mal, 99% der Menschen sind nicht so, sondern die brauchen einfach noch eine Unterstützung, die ihnen hilft, dann wirklich von A bis nach B zu kommen. Das heißt, in diesem Content-Teil müsst ihr natürlich einmal auch diese Transformation skizzieren, die jemand machen kann durch euer Produkt, um von A nach B zu kommen. Das heißt, ihr müsst am Anfang des Contents den Menschen auch erstmal spüren lassen, was ist das Ergebnis, was ich euch zeigen möchte und wie verändert sich euer Leben, wenn ihr dieses Ergebnis erreichen könnt. Das ist schon auch wichtig, auch wenn da jetzt noch nicht wirklich echte Fakten übergeben werden, ist das wichtig, um die Leute einfach auch emotional mitzunehmen. Dann ist ein zweiter Punkt, den ich auch legitim finde, dass ihr auch nochmal den Finger auf die Wunde legt und sagt, was passiert denn, wenn du das nicht machst? Was passiert, wenn diese Transformation nicht in dein Leben kommt? Also was verpasst du oder an welchem Punkt bleibst du stehen? An welchem Punkt kannst du dich nicht weiterentwickeln? An welchem Punkt verdienst du immer noch so wenig Geld wie bisher und schaffst es nicht, auf dieses nächste Thema zu kommen? Oder wenn ihr ein Webinar macht über Beziehungsprobleme lösen, wenn du jetzt nicht diesen nächsten Schritt gehst, ja, dann bist du die nächsten 5 Jahre unglücklich oder weiterhin unglücklich mit deinem Mann und schaffst es nicht, wieder in einer harmonischen, schönen Beziehung zu deinem Mann zu sein. Ja? Also das heißt, beim Content-Teil als allererstes stellt ihr mal vor, was ist das Endergebnis? Ja, wo bringt ihr die Leute hin? Das stell dir mal vor, du kannst es abends eigentlich gar nicht beim Einschlafen erwarten, am nächsten Morgen wieder aufzuwachen, um mit dem Menschen, den du liebst, einen großartigen Tag zu verbringen, um wieder in Wertschätzung und in gegenseitiger Achtung eurer Bedürfnisse miteinander die Zeit zu verbringen. Whatever, ich bin kein Beziehungscoach und habe das Glück, eine sehr schöne Beziehung zu führen. So, von daher kann ich das jetzt gar nicht so rekapitulieren, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Also erstmal wieder, wie gesagt, diese Transformation zeigen, dann einmal den Finger auch in die Wunde legen und sagen, okay, was passiert, wenn das nicht ist? Und dann euch einfach auch mal abholen. Ist es für euch jetzt spannend, wenn ich euch eine Methode verrate, mit der es ganz, ganz, ganz viele Menschen schaffen, genau diese Transformation zu vollziehen und genau diesen Weg zu gehen? Und euch einfach mal so ein Ja abholen und mal reinfragen im Webinar. Ist das für euch was, was ihr wissen wollt? Ist das für euch ein relevantes Thema? Und wenn du alles richtig gemacht hast, dann bekommst du ein Ja, weil die haben sich für dieses Thema eingetragen. Die sind auch im Webinar erschienen. Und natürlich wollen die diese Lösung haben, sonst wären die nicht im Webinar. Aber wenn du sie schon mal auch in diesen inneren State reinbringst, dass sie sich auch schon mal irgendwie verbunden haben, dass sie auch schon einmal ein Ja gegeben haben. Ich bin überhaupt gar kein Freund von einer Ja-Straße, weil ich selber fühle mich veräppelt, wenn ich 8-mal ein Ja abgebe und mir vorstelle, dass mein Gegenüber jetzt denkt, alles klar, wenn ich jetzt ein Verkaufsangebot mache, wird die auf jeden Fall wieder Ja sagen, weil die hat ja schon so häufig Ja gesagt. Ja, das finde ich viel zu plump. Aber Leute, wirklich inhaltlich mitnehmen, dass du dir ein inhaltliches, echtes Ja abholst, dass du einfach sagst, ist das jetzt gerade der Schmerzpunkt? Wollen wir jetzt irgendwie hier weiter gucken, um auch immer wieder abzuchecken, sind das hier auch überhaupt die richtigen Leute? Und ihnen dann einfach mal dein Probierstück auch zeigst und sagst, okay, meine Schritte oder das ist das, was ich inhaltlich mache. Also da müsst ihr einfach individuell gucken, wie kann euer Probierstück sein? Ja, was sind die Dinge, die ihr dann im Content-Teil präsentiert? Und wie gesagt, für mich muss da schon auch ein echter Inhalt, ein echter Mehrwert drin sein, aber natürlich muss eine Lücke zu dem sein, was euer Produkt, was euer Coaching, was euer Angebot hinterher ausmacht. Ja? Also es ist auch einfach eine, würde ich mal sagen, vermessene Anspruchshaltung eines Gegenübers zu sagen, einen Expertenwissen, was ihr euch jetzt über Jahre aufgebaut habt, möchte ich kostenfrei in einem Webinar bekommen. Ja? Also es muss jedem klar sein, dass wenn du jetzt ein Webinar hältst,
dass du das vielleicht auch gerne machst, um den Menschen weiterzuhelfen, aber dass natürlich auch du deine Dienstleistung nicht einfach völlig entgeltlich in die Welt schenken kannst, sondern dass du dir natürlich auch eine wirtschaftliche Grundlage zum Leben damit aufbauen musst. Von daher ist es absolut richtig und auch völlig legitim, wenn du dein Probierstück Torte wirklich auch sehr, sehr deutlich als Probierstück zeigst. Also ich bin der Meinung, je besser du hier präsentieren kannst, dass du wirklich eine Kompetenz hast in diesem Bereich, desto größer ist auch der Trust, den du schon am Anfang aufgebaut hast, wo die Leute wirklich denken, okay, die Person weiß wirklich, wovon sie spricht und die ist wirklich in der Lage, eine Transformation von A nach B bei mir durchzuführen. Ja, ich schaffe das wirklich mit dieser Person, das Ergebnis zu erreichen, was ich mir gewünscht habe. Und wichtig ist natürlich, dass ihr das auch könnt. Also versprecht niemals jemandem, dass ihr ein Ergebnis durch euer Produkt bei den Menschen erreichen könnt, wenn ihr es nicht könnt. Und damit meine ich nicht, dass ihr zuerst Professor, Doktor, irgendwas sein müsst, um jemanden von A nach B zu führen. Es können auch ganz kleine Schritte von A nach B sein, die für andere Menschen eine sehr große Bedeutung haben. Was ich nur meine, schmeißt bitte keine falschen Versprechungen aus. Also ich mag es nicht, wenn ich am Anfang des Webinars höre und ich zeige dir jetzt den Weg, wie du ohne Aufwand in nur 7 Tagen dein Millionenbusiness aufbauen kannst. Ja, also zum Glück hat es auch abgenommen. Also ich sehe auch immer mehr Werbungen, die sagen, no quick rich, das gibt's hier nicht. Aber das ist auch wichtig. Also ansonsten kann es vielleicht sein, dass du den Kunden kriegst, aber dann kriegst du den genau einmal. Dann wird er dich nicht mehr weiterempfehlen, dann wird er keinen Trust mehr zu dir haben und dann hast du ihn verbrannt. Und häufig ist das, was nach einem Webinar kommt, ja auch nicht nur dein einziges Produkt, sondern ein Produkt. Und du kannst mit einem Kunden auch einen Customer Lifetime Value aufbauen und mit dem einfach hinterher in ein Gespräch gehen, mit dem auch eine weitere Beziehung aufbauen. Daher versprich bitte auch nur das, was du auch wirklich mit deinem Produkt halten kannst. So, dann haben wir also diesen zweiten, sehr, sehr großen Teil des Webinars. Den Content-Teil, in dem du dein köstliches Probierstück anbietest, gehabt. Und dann kommt ihr zum letzten Teil, bei dem ihr dann auch wirklich verkauft. Und auch das muss geübt sein. Es ist gar nicht so einfach, wirklich zu verkaufen. Und grundsätzlich ist es immer eine gute Idee, sich auch zu überlegen, also es gibt psychologische Trigger, die man aber, wenn dann auch nur so einsetzen sollte, dass sich euer Gegenüber nicht veräppelt vorkommt. Ja, also etwas nur einzusetzen, weil es ein psychologischer Trigger ist, wird einfach doch häufig durchschaut und kommt auch einfach nicht so gut beim Gegenüber an. Das heißt, ein Trigger ist natürlich Knappheit, ja, aber ganz viele Programme, die ich kenne, sind auch nicht künstlich knapp, sondern die sind einfach knapp. Da gibt es nur 20 Plätze oder es gibt nur 10 Plätze. Wenn es das nur gibt, ist es aber auch super wichtig, dass ihr das sagt, dass du sagst, so, ich starte nur mit x Personen in meinem Coaching, weil ich wirklich eine gute Qualität haben möchte, weil ich eine gute Betreuungsquote haben möchte. Und mehr als diese Leute kann ich nicht mit reinnehmen, wenn du einen dieser Plätze haben möchtest. Die sind in der Regel sehr schnell weg. Sag Bescheid und melde dich hier direkt noch in diesem Webinar an. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du mit dabei sein kannst. Also sowas ist schon schlau, sowas mit reinzubringen, weil das einfach bei den Menschen, also es passiert ansonsten häufig, dass jemand sagt, ah ja, das ist ja klasse, das will ich machen. Und dann klingelt der Postbote, das Leben kommt ihm dazwischen, irgendwas passiert und er vergisst es oder irgendwas passiert und ihr seid einfach nicht mehr im Fokus, nicht mehr auf dem Schirm. Dabei hätte er eigentlich buchen wollen. Das heißt, es ist ganz schlau zu versuchen, wirklich direkt auch in diesem Webinar zu verkaufen und dafür auch nochmal einen besonderen Anreiz zu geben und zu sagen, so, und für alle, die hier in diesem Webinar sind, lege ich jetzt ganz exklusiv noch irgendwas drauf, wo du sagst, entweder du kriegst noch eine Einzelcoaching-Stunde oder du kriegst noch
einen Report, den ich extra dazu noch gemacht habe. Also irgendetwas, was sozusagen die Wertigkeit erhöht, mit der man sich jetzt in diesem Moment dafür entscheiden darf, daran teilzunehmen. Ja, also das heißt, Knappheit ist gut, wenn sie auch wirklich da ist. Also wenn jedem völlig klar ist, also das ist nur ein Marketing-Gag mit der Knappheit. Dann überleg dir, ob du es einsetzt. Ich persönlich springe zum Beispiel total auf diese ablaufenden Zeitticker an. Ich merke das bei meinen eigenen Angeboten. Ich will die immer kaufen, wenn ich so einen Zeitticker drin habe, total doof. Aber mich macht das wirklich nervös, wenn so eine Uhr runter tickert. Und dann fange ich auf jeden Fall konzentrierter an, darüber nachzudenken, brauche ich das jetzt? Will ich das haben? Will ich mir das kaufen? Okay, oder auch nicht. Ja, also es muss natürlich auch passen. Sowas kannst du schon auch ansetzen, dass du sagst, das Angebot ist jetzt zu dem Preis nur 15 Minuten erhältlich zum Beispiel. Und dass du dann auch sagst, ich habe jetzt für die nächsten 15 Minuten für euch einen Mega-Rabatt eingerichtet. Wenn ihr jetzt mit diesem Rabattcode dahin geht, bekommt ihr das jetzt in diesen 15 Minuten günstiger. Allerdings ist es auch eine Frage, ob ihr überhaupt über den Preis gehen wollt. Also ob der Preis sozusagen dasjenige ist, was ihr als mentalen Trigger einsetzen wollt. Oder ob ihr beim hinten auch im Verkauf nochmal darüber geht, zu sagen, auch nochmal den Schmerz anguckt, den ihr auch schon bei der Einführung des Content-Teils genommen hattet, wo ihr einfach nochmal sagt, okay, du hast jetzt meinen 4-Schritte-Plan, wie du zu einer erfüllten Beziehung mit deinem Mann kommst, den habe ich dir jetzt vorgestellt. Wenn du jetzt in der Lage bist, dich zu entscheiden, dass du wieder eine erfüllte und eine schöne Beziehung haben möchtest, dass du nicht mehr jeden Abend mit Krummeln im Bauch und dein Mann ist nicht mehr nur noch mit seinen Freunden weg, sondern fängt wieder an, dich zu schätzen. Ihr habt wieder eine gemeinsame Zeit, wie auch immer. Ja? Also da quasi nochmal so ein bisschen den Finger reinlegst und einfach nochmal sagst, oder du kannst dich auch entscheiden, alles so laufen zu lassen wie bisher und dann bald zu den 50% unserer Gesellschaft zu hören, die von der Scheidungsquote betroffen sind. Also du kannst schon da auch nochmal sagen, was passiert denn, wenn du nicht reinkommst? Oder was passiert auch, wenn du reinkommst? Also das hier auch nochmal sozusagen hochholen, um ja den Leuten auch einfach die Konsequenzen ihrer Entscheidungen klar zu machen. Ja, und das ist sozusagen, sind psychologische Trigger, die du verwenden kannst, um einen Impuls zu verstärken. Du kannst in der Regel und solltest auch in der Regel keinen in dein Programm hineinprügeln aufgrund von irgendwelchen psychologischen Tricks, für den es nicht geeignet ist, sondern du solltest Impulse, die da sind, wenn jemand sagt, ey, das wäre jetzt genau das Richtige, einfach mit geeigneten Instrumenten einfach verstärken, um ihm in dem Moment dann auch die Sicherheit zu geben, ja, diese Entscheidung treffen zu können oder eben auch nicht treffen zu können. Ja, es ist auch absolut richtig und legitim, dass die Leute, die nicht zu dir und nicht zu deinem Programm passen, nicht in dein Programm kommen. Und das ist es im Groben auch schon, was du mit einem Webinar machst. Ja, also du gibst den ersten den Einführungsteil, du gibst den Content-Teil und du hast hinten den Verkaufsteil. Was auch noch wichtig ist, man kann in der Regel in Webinaren auch höherpreisige Produkte verkaufen. Also ich habe in Webinaren auch schon Produkte für deutlich über 1.000 Euro verkauft. Es ist aber in der Regel so, dass ja, bei 500 oder auch bei 1.000 Euro so eine Grenze anfängt, wo Leute nicht mehr so schrecklich gerne anonym über so ein Webinar kaufen, weil dann die Summen auch einfach irgendwann größer werden. Das kommt natürlich auch so ein bisschen auf deine Zielgruppe an. Wenn du ein absolut exklusives Coaching für Millionäre anbietest oder wenn du ein absolut revolutionäres neues Tool hast für Leute, die ein Online-Business haben, die schon sehr, sehr erfolgreich im Online-Business sind, dann kannst du denen auch ganz hochpreisige Produkte über ein Webinar verkaufen, weil die dann sehr schnell auch verstehen, was für eine Relevanz das haben wird. Aber du kannst schon mal so ganz grob dir im Hinterkopf behalten, dass ab 500 Euro so eine Schwelle anfängt, wo du damit rechnen musst, dass ein Webinar
nicht reicht, um dein Produkt zu verkaufen, sondern dass ein Webinar eine geniale Möglichkeit ist, um vorzuqualifizieren, dass die Leute einfach wirklich gucken können, okay, passt die Person, also bist du als Experte für den Menschen in deinem Webinar der richtige Experte? Passt das Produkt? Ist das Probierstück lecker? Und hast du es geschafft, bei denen auch eine Begehrlichkeit aufzubauen, dass sie sagen, alles klar, ich will das jetzt auch haben? Ja, und wenn die genügend qualifiziert sind, also es ist auch schon wirklich sehr, sehr schlau, wenn du am Ende des Webinars auch wirklich ganz deutlich sagst, wie lange geht das Programm? Was kostet das Programm? Also, dass jemand, der dann sagt, alles klar, ich habe Bock, nochmal zu telefonieren. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich habe ein 14.000-Euro-Produkt oder ein 10.000-Euro-Produkt und hast es vorgestellt und kannst dann sagen, du kannst jetzt sofort buchen, aber ich biete dir selbstverständlich an, wir können auch einfach nochmal darüber reden. Wenn du noch Fragen hast, können wir uns einfach nochmal austauschen. Oder du kannst auch sagen, was auch sehr, sehr viele machen, und was auch wirklich gut ist, weil es auch, also gerade bei diesen teuren Produkten, ist es natürlich noch umso wichtiger, dass das Matching passt, also dass sowohl der Mensch zum Produkt als auch andersrum, ja, dass das passt, dass du sagst, pass mal auf, lass uns einfach auch nochmal so eine Art Bewerbungsgespräch führen, wo wir gucken, können wir dir überhaupt wirklich weiterhelfen? Bist du der Mensch, den wir unterstützen können mit unserem Produkt, um diese Transformation von A nach B wirklich zu schaffen, ja? Und ein guter Coach wird in diesem Gespräch auch nicht immer auf Teufel komm raus versuchen, sein Produkt zu verkaufen, sondern wird Interessenten auch mal ablehnen. Also wir haben gerade auch für unseren Kurs Interessenten abgelehnt, weil wir gesagt haben, aus welchen Gründen auch immer, passt nicht. Ja, und da musst du natürlich auch vorher wissen, was sind die Gründe. Also wenn ich zum Beispiel ganz genau weiß, das Produkt meines Kurses kostet 5.000 Euro, und wenn Sie diese 5.000 Euro investiert haben, müssen Sie aber nochmal 10.000 Euro haben, um mit dem Wissen wirklich auch was machen zu können. Ja, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wir hatten jetzt zum Beispiel bei unserem FBA Amazonenkurs. Wenn mich jemand fragt und sagt, hey, ich habe gerade 2.000 Euro mir zusammengespart, ist das sinnvoll, wenn ich die in euren Kurs investiere? Da muss ich ganz klar sagen, nein, das ist nicht sinnvoll. Weil es reicht nicht, dass du dir das Wissen kaufst, du musst hinterher auch physische Produkte beziehen. Und wenn du nur 2.000 Euro hast, passt das einfach nicht. Und genau diesen Fall hatten wir auch mehrfach, dass wir mit Leuten gesprochen haben und die gesagt haben, okay, ich habe vielleicht sogar 4.000 Euro, und wir trotzdem gesagt haben, es ist zu wenig Geld und du wirst nicht glücklich, weil du kannst nicht umsetzen. Wir machen alle 3 Monate unseren Kurs, bitte spar einfach mal die nächsten 3 Monate und lass uns dann nochmal sprechen. Und die Leute waren super dankbar, dass wir gesagt haben, okay, jetzt noch nicht. Und ich persönlich finde es auch schwierig, wenn man sagt, ist egal, ob du das Geld hast oder nicht, Hauptsache du kannst es organisieren, weil wenn du bei mir im Coaching bist, dann wirst du auf jeden Fall das X-fach zurückbekommen. Das weißt du als Coach nicht. Selbst wenn deine Methode so, so gut ist, letzten Endes muss dein Coachee diese auch umsetzen. Und natürlich liegt es dann wieder in seiner Verantwortung. Aber es gibt einfach doch eine Vielzahl von Dingen, die dafür verantwortlich sind, ob ein Ergebnis erzielt wird oder nicht, sodass ich persönlich immer ein bisschen Bauchschmerzen habe, Leute Geld organisieren zu lassen, um was zu machen, und mich freue, wenn jemand wirklich mit vollem Herzen sagen kann, ja, das Produkt passt, die Ressource ist vorhanden. Aber das ist im Endeffekt für dich hinterher selber eine Entscheidung, was für eine Zielgruppe du avisierst, auch wie du damit umgehen möchtest. Für einige Leute ist es absolut in Ordnung, zu sagen, leih dir das Geld für mein Coaching, weil ich mir so sehr sicher bin, dass du es hinterher x-fach zurückkriegen wirst, dass ich das zwar nicht dir garantieren kann, weil es ist immer noch in deiner Hand, sozusagen diese Umsetzung zu machen, aber mein Track Record ist so gut. Eigentlich schaffen es alle meiner Kunden. Ich weiß einfach, dass wenn du meinem Plan folgst, dass die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, sodass ich mit ganz gutem Gewissen sagen kann, leih dir das Geld und mach das. Das musst du einfach mit dir selber so ein bisschen ausmachen, wie du das hinterher machen möchtest und wie du einfach mit diesem
Verkaufen umgehst. Aber wie gesagt, gerade wenn deine Produkte teurer werden, so ab 500 Euro aufwärts, dann solltest du im Webinar hinterher sagen, super cool, wenn du direkt mit dabei bist, aber wenn du nicht mit dabei sein willst, hier, wir können telefonieren, trag dich hier ein, sicher dir ein Strategiegespräch, lass uns einfach nochmal gucken, passt das für beide Seiten, ja, und dann kommt sozusagen der Tele-Sales. Das heißt, dann gehst du mit deinem potenziellen Kunden ans Telefon und da klärt ihr einfach beide genau das, was ich gerade gesagt habe. Nochmal in aller Ruhe, passt das Programm zu dir und passt zum Programm? Sind die Ressourcen da, die du brauchst oder sind die Ressourcen nicht da? Ja, also wo du einfach deinen potenziellen Kunden nochmal sehr genau anschaust. Und wenn alles da ist, ja, wenn du sagst, es ist der perfekte Mensch, die Ressourcen sind da, dann ist natürlich auch dieses Telefonat. Das Ziel dieses Telefonates sollte sein, dass du sehr schnell rausfindest, ist das der richtige Kunde? Und wenn du schon am Anfang rausfindest, ist es nicht der richtige Kunde, dann solltest du auch deiner Lebenszeit und der Lebenszeit deines Kunden gegenüber so respektvoll und wertschätzend sein, dass du direkt sagst, ich sehe schon, das ist im Moment einfach noch nicht passend. Aus welchem Grund auch immer, ja, aber im Moment werden wir hier nicht sinnvoll zusammenkommen. Von daher würde ich vorschlagen, wir brechen das Gespräch an diesem Punkt ab und ja, guck dir gerne weitere Inhalte an oder was auch immer quasi noch der Baustein ist, der ihm fehlt. Es ist auch schön, noch eine Empfehlung mitzugeben, wie sich dann ein potenzieller Kunde, der an dem Punkt noch keiner geworden ist, auch entwickeln kann und wie er auch noch weiter wachsen kann. Aber wenn du wirklich auch das Gefühl hast, okay, das ist genau der Mensch, dem du helfen kannst, dann ist natürlich das Ziel in diesem Gespräch, auch diesen potenziellen Kunden zu einem Kunden zu machen, dein Produkt auch zu verkaufen und damit auch loszulegen. Das heißt also, du solltest sehr schnell am Telefon abchecken, passt das potenziell oder passt das nicht und dann auch nochmal wieder durch diese Stufen gehen, dass du wirklich auch erstmal wieder sagst, okay, wohin bringt dich mein Programm, was ist das Problem, also wo ist der Schmerz und ist der Schmerz groß genug, dass du jetzt auch in der Lage bist, eine Entscheidung zu treffen oder was braucht's, dass du jetzt in der Lage bist, diese Entscheidung zu treffen und dir letztendlich dann natürlich am besten auch mit der Frage, ja, wann hast du denn Lust oder wann können wir denn loslegen, dich aus diesem Schmerz rauszuholen und dich in diese Transformation zu bringen, das Ja zu deinem Programm abholst und sozusagen so aus einem Webinar-Teilnehmer letzten Endes einen Kunden machst. Das ist ganz schnell vereinfacht, der grundsätzliche Ablauf eines Webinars und auch hinten ja der Weg, wie du, wenn du in einem High-Price-Segment unterwegs bist, dann auch hinterher noch dein Telesales-Angebot hinten dranhängst, wo du mit den Leuten nochmal sprichst. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt sie mir sehr gerne auf. Ich beantworte euch gerne alles, das, was ich weiß. Das, was ich nicht weiß, kann ich, wie gesagt, nicht beantworten. Aber vielleicht habt ihr ja irgendetwas, was für euch spannend ist, mit dem ich euch noch weiterhelfen kann. Wenn nämlich nicht, dann habe ich auch nichts dagegen, wenn mein Abend heute nicht ganz so spät endet. Ich hatte heute schon einen wunderbaren Tag im Vergnügungspark, den ganzen Tag. Bin noch ein bisschen gedreht vom Karussellfahren, aber bin natürlich gerne hier, um eure Fragen zu beantworten. Also wenn es irgendetwas gibt, wo ihr sagt, Mensch, das will ich noch wissen. Ich hoffe, dass ich das überhaupt hier alles auch so kriege auf Facebook. Könnt mal so eine Testfrage reinschreiben, damit ich sehe, ob ich eure Kommentare überhaupt sehen würde. Ich sehe das wunderliebe Huhu von der Britta. Aber ich sehe im Moment nicht, dass irgendjemand von euch eine Frage hat. Oder auch hier im Zoom, wenn ihr eine Frage habt, schreibt sie super, super gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch auf Facebook später noch kommentieren, wenn ihr euch die Aufzeichnung anschaut und ein paar meiner Business-Kontakte, meiner Business-Freunde haben sich auch einzig und allein und nur und vollständig auf das Thema Webinare spezialisiert. So dass es auch gut sein könnte, dass ich die einfach auch nochmal unten drunter tagge und einfach da nochmal bitte Fragen zu beantworten, wenn noch irgendwelche Fragen da sind, sollte ich an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen. Aber ja, jetzt habt ihr, wie gesagt, noch die Möglichkeit. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich auf Facebook
die Kommentare sehe. Ich sehe, dass der Martin zuguckt und die Sonja und die Kathleen und die Eva. Darüber freue ich mich sehr. Und wenn ihr mögt, dann schreibt mal irgendeinen Kommentar rein. Ich glaube nämlich, dass ich sie gar nicht hier angezeigt kriege. Ah, so, und da sehe ich, dass die Ditta hier schon mal die Hand hebt. Das ist cool. Du kannst hier gerne unseren Chat verwenden und hier einfach mal was reinschreiben in Zoom, wenn es irgendwas gibt, was für dich wichtig ist, oder die F- und A-Funktion in Zoom verwenden, wenn du eine Frage stellen möchtest, die ich dir beantworten darf. Dann kann ich nämlich gerne auch noch darauf eingehen. Und ich gucke nochmal, ob das hier auf Facebook irgendwie funktioniert. Und warte, ob jemand von euch noch was fragen möchte. So. Ja, Ditta schreibt, dass es nur ein Kommentar ist. Und ja, ich kann es sehen. Eine Frage hast du allerdings nicht. Das freut mich sehr, wenn du keine Frage hast, weil dann habe ich zumindest das Gefühl, dass ich das Thema so in aller Kürze einfach einmal abreißen konnte, dass es verständlich ist und dass ihr das Thema Webinare ein bisschen besser durchdrungen habt. Wie gesagt, nochmal, ich wiederhole es nochmal in 5 Minuten zusammengepresst. Ein Webinar ist ein online abgehaltenes Seminar, sehr häufig im Online-Business verwendet, um ein Produkt zu verkaufen. Es ist wichtig, dass ihr eine Traffic-Quelle habt, wo ihr Leute auf euer Webinar schickt. Diese tragen sich über eine Eintragungsseite ein, werden erinnert an den Termin des Webinars und nehmen dann hoffentlich auch am Webinar teil. Das Webinar selber, aufgezeichnet oder live, enthält 3 Bestandteile: Einleitung, Content und Verkaufsteil. Einleitung ist wichtig, dass ihr einmal das Versprechen, was werdet ihr deliveren, gibt, dass ihr euch selber einmal vorstellt und dass ihr den sogenannten Hook auswerft, also etwas, was ihr ganz zum Ende vielleicht noch als Bonus mit reingibt, irgendetwas Schönes, was ihr machen möchtet, wo ihr auch zum Schluss nochmal drauf zurückkommen könnt. Das habe ich jetzt vorhin auch ganz vergessen im Eifer des Gefechtes. Also ihr müsst das quasi hinten dann auch nochmal erwähnen, euren Hook. Und da den Bogen sozusagen wieder schließen. Dann kommt euer Content-Teil, in dem ihr bitte ein leckeres, prachtvolles Stück eures genialen Kuchen gebt, sodass die Leute wirklich hinten raus ein gutes Gefühl haben, ist das für mich genau das richtige Produkt und möchte ich mehr? Will ich nicht nur dieses Probierstückchen, sondern möchte ich wirklich mehr? Und dann kommt der dritte Teil, in dem ihr verkauft, ja, in dem ihr auch nochmal diese Transformation darstellt, in dem ihr den Schmerz nochmal darstellt und in dem ihr vielleicht auch wirklich Trigger einsetzt, wie zeitliche Knappheit, dass ihr sagt, okay, jetzt, nächste 15 Minuten, dann habt ihr noch den und den Vorteil, dass ihr sagt, es gibt nur 20 Plätze, wer jetzt abschließt, ist auf jeden Fall mit dabei, oder ihr bekommt für alle, die jetzt im Webinar dabei sind, noch irgendwas besonders Geniales obendrauf gelegt. Und wenn ihr hochpreisige Produkte anbietet, werdet ihr in der Regel mit den Leuten nochmal ans Telefon gehen. Das heißt, ihr gebt den Leuten die Chance zu sagen, wir sprechen nochmal miteinander, wir überprüfen nochmal beide, passt das, ist das für uns beide das Richtige? Und dann können wir zu einer Entscheidung kommen. Wenn ihr die Leute am Telefon habt, dann ist es im Endeffekt auch wieder so, dass ihr auch da abprüft, ist das der richtige Kunde? Kommt er überhaupt in Frage? Wenn er nicht in Frage kommt, gebt ihm gerne noch einen ganz wertvollen Hinweis, aber beendet das Gespräch. Für eure und für seine Lebenszeit bringt das an diesem Punkt nichts. Und wenn es der potenziell richtige Kunde ist, dann führt ihn auch nochmal durch die Transformation, durch den Schmerz und schaut, dass ihr dann einfach sagt, alles klar, wenn du jetzt in der Lage bist zu entscheiden, was brauchst du, um dich jetzt zu entscheiden und wann können wir starten? Und wenn das klappt, dann könnt ihr auch High-Price-Produkte über einen Webinar-Funnel verkaufen. So, das war jetzt also quasi nochmal die Zusammenfassung in zusammengedampft. Ich hoffe, ihr konntet einiges zum Thema Webinare lernen. Wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, schreibt die sehr gerne unten drunter. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Bedanke mich dafür sehr. Wünsche euch einen zauberhaften Abend und will natürlich erwähnen, am Freitag finden direkt 2 Webinare der Vermögensakademie statt, zu denen ich euch sehr herzlich einlade. Und ich verlinke euch auch gleich nochmal in Facebook unten drunter die Webinare. In meinem Mittwochs-Newsletter morgen schreibe ich sie auch nochmal rein. Und zwar ist das einmal um
10 Uhr morgens das Webinar mit René Büttner. Und René Büttner wird uns erzählen, wie man vom gestressten Selbstständigen zum entspannten Unternehmer dank Videomarketing wird. Mega spannend, weil er quasi mit Videomarketing seinen Kundengewinnungsprozess extrem automatisiert hat. Freitagmorgen um 10 und Freitagabend um 19 Uhr gibt es ein Webinar mit Hecki und mir, wo es darum geht, wie du dir ein Millionärsnetzwerk aufbauen kannst. Und dazu noch der Hinweis, dass dein Netzwerk, die Kontakte, die du hast, wirklich einen immensen Einfluss darauf haben, wie erfolgreich du wirst und was für Türen sich in deinem Leben öffnen. Und zumindest, wenn Erfolg eins deiner Ziele ist, dann ist es mega, mega spannend, einfach mal zu erfahren, was für Möglichkeiten du hast, dich mit den genialsten Leuten zu verbinden und dein eigenes Netzwerk zu erweitern. Das findet Freitagabend um 19 Uhr statt. Ich freue mich, wenn ich euch am Freitag direkt zweimal begrüßen darf. Und ansonsten wird es natürlich auch bei beiden noch eine zeitlich begrenzte Aufzeichnung geben. So, das war es dann also heute Abend von mir. Ich wünsche euch einen zauberhaften Dienstagabend. Freue mich über alle, die live mit dabei waren und sag bis hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss.